Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Mission Impossible. Und im Hintergrund läuft schon der Vorspann, richtig episch die Musik, muss man schon sagen. Da kommt gleich Agenten-Feeling auf, oder? Also ich bin ja erst mit Mission Impossible in Berührung gekommen, mit dem ersten Kinofilm und habe den damals ziemlich gefeiert, weil das alles doch ganz anders als James Bond war und trotzdem Agenten vorkamen. Irgendwie fettere Action als bei James Bond. Fand ich damals cool. Heute schätze ich eigentlich James Bond mehr, aber jeder wie er will. So, gut. Dann hüpfen wir gleich mal rein. Start. Das Spiel ist von Konami, sehe ich hier, lizenziert bei Nintendo of America. Gut. Hüpfen wir gleich mal rein. Und da ist der gute alte Computer, der uns einen Auftrag gibt. Da wurde jemand gekidnappt und der Computer zerstört sich selbst. Genau. Eine Explosion wäre jetzt nett gewesen. War wohl nicht drin. Hat er aber damals, glaube ich, auch nicht gemacht, oder? Okay, schauen wir mal, wie die Steuerung geht. Links rein, rechts gehen, rauf, runter. Man kann sogar quer gehen. Uiuiuiuiui. Start ist... ich wechsle hier meine... Meine Spieler kann ich hier wechseln. Und Select ist... Gar nichts. Gut. A ist schießen. B ist... Was auch immer B ist... Eine Mine legen. Kein Plan. Jetzt kommt der Hubschrauber und nimmt mich mit, weil ich jemanden erschossen habe. Hätte ich das nicht tun dürfen? Da soll ich reingehen. Ich will noch einen Leiter verprügeln. Und jetzt werde ich schon wieder mit dem Hubschrauber abgeholt. Steh's nicht ganz. Ist das gut, was ich mache oder nicht? Ich soll da reingehen. Okay, ich mache da mal das, was mir hier vorgeschlagen wird. Und jetzt haben wir... Hä? Ich kann... Ja, voll Open World! Leute, Open World am NES. Ich kann da einfach in die Bar reingehen. Ich fühle mich ja hier wie bei GTA. Ja, GTA wäre damals am NES auch schon möglich gewesen, bin ich mir sicher. Das erinnert doch schon sehr stark an GTA 1 irgendwie. Da kann ich überall hingehen. Was ist mit dir? Was macht er da? Ah, ist irgendwie nett, glaube ich. Ich glaube, rot ist nett, der macht mir, glaube ich, nichts. Also ich glaube, die netten darf ich, glaube ich, nicht verprügeln. So viel habe ich jetzt schon mal mitbekommen. Was ist mit dir? Bist du nett? Da habe ich was bekommen. Einen Pass habe ich bekommen. Oh, mein Leben ist nicht in Sicherheit. Uiuiuiuiui. Da muss ich wohl aufpassen, wenn mein Leben nicht in Sicherheit ist. Aha. Okay, jetzt haben wir hier die neuen gefälschten Ausweise. Sehr gut. Ist der nett? Scheint so. Okay. Der schaut nicht nett aus. Wird einfach verprügelt, wer nicht nett ist zu mir. Kriegt einer auf die Glocke, ist doch klar. Aber woran erkenne ich das, ob die nett sind? Nur an ihrem Verhalten, oder? Wie aussehen tun die gleich. Mal da reingehen. Nächste Bar. Spielt sich alles in Bars ab. Sie hätten vielleicht mehr als eine Bar programmieren können. Also mehr als eine Bar wäre im Design schon nice gewesen. Ich habe keinen Straßenpass, ich muss gehen. Okay. Aber ich habe doch einen Pass. Wie kann ich den selecten? Ich habe doch so einen Pass bekommen. Ist das nicht irgendwie so voller Pass jetzt gewesen? Mit A kann ich hauen. Mit B. Und jetzt? Ist jetzt irgendwas anderes? Was ist das? Ich habe sowas von keinem Plan, Leute. Aber mir gefällt das Spiel irgendwie. Fährt ein Auto. Kann man eigentlich davon überfahren werden auch?
Sollten wir auf die andere Straßenseite gehen vielleicht? Ui, der haut mich. Tschüss, Junge. Hauen geht gar nicht. Wer haut, kommt ins Kittchen. Oder wird auch verprügelt. Okay, hier ist eine Lagerhalle. Und da gibt man sicher... Oh oh! Alarm? Oh oh, oh oh! Oh 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 oh! Alles verprügeln! Und sie haben mich voll weggebrezelt. Game over! Continue. Okay. Langsam check ich's. Ah, da kann ich reingehen. Gut. Was gibt's hier Schönes? Da krieg ich da wieder was Illegales hier in der Lagerhalle. Guten Tag. Haben Sie etwas Illegales für mich? Okay. Nur ein Tipp von den dubiosen Typen in der Lagerhalle. Schauen wir mal da runter. Jetzt können wir da reingehen, holen uns da wieder den Pass. War da der Pass zum Holen hier? Super, danke. Ich habe eigentlich gehofft, ich krieg hier wieder irgendwas Cooles. Gut, dann nicht. So, tschüss. Ich erschieß dich auf offener Straße, es juckt niemanden. Das ist eine tolle Stadt. Da fühlt man sich sicher und wohl. Oh, hoppala. Sowas nicht geplant. Das ist eine andere. Ach, ich wollte doch. Ich bin da unten. Okay. Das habe ich nicht ganz gecheckt. Oh. Brezel die da mal weg, schnell. Wer kommt dann zu einem Faustkampf mit einem Maschinengewehr? Ich. Die Antwort ist ich. So, ne? Wie komme ich da jetzt durch? Kann ich mich durchschießen? Kann ich eine Bombe legen? Kann ich die Bombe irgendwie zünden? Ich check's nicht so richtig. Nein, wieso? Kein Plan, wie ich die zünden kann. Vielleicht sollte ich die auch da nur platzieren. Tschüss, weggebrezelt. Die wollten mich da irgendwie wegbrezeln. Wird zurückgebrezelt hier. So schaut's aus. Hier wird gebrezelt. Wie im Oktoberfest, das ist doch rausbekommen. Ah, du bist der dubiose Typ, der mir den Pass gibt. Nein! Okay. Schießt euch alle weg! Was sind das für? Das sind doch voll die Aliens, oder? Das sind doch keine Menschen gewesen. Waren das Menschen? Und warum sind. Wo kann ich das irgendwie erkennen, ob manche lieb sind und andere nicht? Das ist eine Seitenstraße. Die Seitenstraße ist nicht nett. Seitenstraße ist nicht nett. Macht nichts. Ich mache sie trotzdem. Ich mache sie alle fertig. Ich mache sie alle Kickbox. So, tschüss. Weg mit dir. Tschüss, Junge. Der wirft damit Molotow-Cocktails. Das geht gar nicht, Junge. Molotow-Cocktails werfen ist hier verboten. Gibt es hier irgendwas abzustauben? Nö. Kann ich einfach nur durchgehen? Durch die finstere Gasse. Steuerung ist ganz gut, muss ich sagen. Steuerung ist ganz gut. Grafik ist, finde ich, echt fein. Erstaunlich gut irgendwie, die Grafik. Finde ich total lästig, die Grafik. Oh, der will mich abschießen. Nicht so, sondern tschüss, Junge. Wiedersehen. Der wirft wieder mit Cocktails. So, da, Cocktails gibt's bei mir im Club, Mann. So, na. Aha. Jetzt kann ich da mal reingehen. Und der gibt mir jetzt was? Soll nach Schalters, nach einem Schalter in der Area 1 zu 6 suchen. Ich sehe hier noch ein richtiges Rätseldenkspiel. Ja, ich bin erstaunt. Also ich habe mir jetzt so eine richtig schlechte Filmumsetzung erwartet. Und da ist nicht so ein feines Game eigentlich. War ja damals am Nintendo 64 auch ein cooles Spiel, muss ich sagen. Ich habe es mit Nintendo 64 schon ziemlich gefeiert. Weg. Tot. Okay. Ich habe noch einen.
kann mich auch irgendwo heilen lassen eigentlich. Weiß man nicht so genau. So, rein da. Was gibt's da? So, wieder irgendwo. Ich suche eigentlich, guten Tag, ich suche nach dem geheimen Schalter. Gibt's denn hier zufälligerweise? Ich schaue mir irgendwie so nach geheimen Schalter hier aus. So, geheimer Schalter. Geheimen Schalter umgelegt. Okay, ich bin nicht ganz sicher, wieso ich den umgelegt habe, aber ich habe ihn umgelegt. Also, den Schalter. Ja, die Typen natürlich auch. Kanaldeckel. Kann ich damit irgendwas machen? Nee. Tschüss. Was gibt's da drinnen? Ah, da gibt's einen Erste-Hilfe-Koffer. Den brauche ich. Ich brauche eigentlich schon eher die zweite Hilfe. Ja, wieder voll Energie. Voll aufgeladen. Geht's hier weiter? Auch die Kämpfe sind eigentlich ganz gut gemacht. Ich bin hart am Versagen, aber nichtsdestotrotz sind die Kämpfe eigentlich gut gemacht. Der hat mich jetzt gut da mit dem Boomerang her. Da ist die Straße, wo ich herkomme, oder? Vielleicht noch irgendwo anders runtergehen? Vielleicht jetzt mit meinem Schalter. Irgendwas muss ich doch mit meinem Schalter bewirkt haben, oder? Da kann ich. Na, da geht's auch nicht weiter. Ist da irgendwas? Das ist eine. Aha, da ist was. Ein Billard. Ah, bin rausgegangen unabsichtlich, verdammt. Aber das ist geheim hier, oder? Dieser weiße Pfeil, der ist schon kaum zu sehen, ja. Und der Speicher, die Gegner, die ich weggebrezelt habe. Leute, das gibt's ja nicht. Das sieht man ja ganz selten am NES. Der merkt sich die Gegner, die ich weggeschossen habe. Krass. Wow, und jetzt noch 2D-Ansicht. Ich fasse es nicht. Das ist ein richtig gutes Game. Richtig gut. Mission Impossible am NES. Aha. So, den Abwassertypen hier verprügelt. Mal links gehen zuerst. Wow! Was war denn das? Damit konnte ja keiner rechnen. Game over. Game over, ja. Sei es so, Game Over. Was soll's. Ja, jedes NES-Game mindestens 10 Minuten. Die 10 Minuten sind leider schon um. Oft spiele ich ja länger, aber heute belasse ich es mal dabei. Aber wenn ihr mehr davon sehen wollt, kann man ja drüber reden. Schreibt was in die Kommentare. Dann mache ich mal vielleicht ein längeres. Mission Impossible am NES. Wahnsinn, ich bin voll begeistert. Gute Grafik, Sound ist der Hammer. Gameplay passt auch. Krass, dass mich ein NES-Game so begeistern kann, dass ich nicht kenne. Cool. Ich sag danke fürs Zuschauen. Daumen hoch, wenn ihr Spaß hattet mit mir und Mission Impossible. Ansonsten Kommentare da unten reinhauen. Und wenn ihr mehr NES-Games sehen wollt, dann könnt ihr das, indem ihr abonniert regelmäßig NES-Futter in euer Postfach. Ciao, ciao und bis bald.